Lilly, wir fahren ans Meer. Herrlich, aber ich bin so glücklich. Ja? Dieser Job in der Pflege hat mir es ermöglicht, wieder das Auge für das Wesentliche zu gewinnen. Du bist so ein guter Freund. Das ist mit Geld gar nicht zu bezahlen. Es gibt ganz viele Lillys da draußen. Es gibt ganz viele einsame Senioren da draußen. Und wenn jeder sich eine Lilly sucht, würde es viel, viel weniger einsame Menschen geben. Ich bin Hamed, ich bin 32 Jahre alt und heute erzähle ich euch die Geschichte zwischen mir und meiner besten Freundin, die 93 Jahre alt ist. Es ist eine Freundschaft ohne Barrieren, ohne jegliche Hindernis. Bei uns spielt das Alter keine Rolle, die Herkunft keine Rolle, die Religion spielt keine Rolle. Ich bin geboren in Afghanistan, aufgewachsen in Hamburg, bin hier zur Schule gegangen, habe hier mein Abitur gemacht, bin hier zur Uni gegangen. Ich brauche 100 Gramm Rindermett. Also Beefhack oder normales Rinderhack? Für aufs Brot oder zum Kochen? Aufs Brot. Dann nehmen wir das Beefhack. Ja, vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke. Da haben wir die Getränke. Nach dem vierten Semester habe ich mich selbstständig gemacht mit meinem Bruder. Haben wir eine Bar eröffnet. Nach 2 Jahren hatten wir die zweite Bar. Und dann ist mir aufgefallen, dass das Leben so ein bisschen eintönig wird. Jetzt brauchen wir nur noch einmal Lakritz. Ich war jahrelang im Nachtleben tätig. Und dann irgendwann fällt einem auf, so, dass du das Wesentliche aus den Augen verlierst. Du willst erfolgreich werden, viel Geld haben, schöne Autos fahren und alles, was dazugehört. Und dann irgendwann realisiert man, dass es das nicht das Wahre ist. Und dann sucht man nach etwas, aber man weiß nicht genau, wonach man sucht. Und das, wonach ich gesucht habe, habe ich hier gefunden. Moin, grüß dich. In der Bar hatten wir noch 2 Mitarbeiter, also meine Arbeitskollegen, die meinten, ja, wir können nicht mehr so viel arbeiten in Zukunft. Wir wollen eine Ausbildung beginnen. Ich sage, was für eine Ausbildung? Altenpflege. Mir war gar nicht bewusst, dass es solche Einrichtungen gibt, weil keiner meiner Freunde war in dieser Richtung tätig und keiner aus meinem engen Kreis, aus unserer Familie, war in so einer Einrichtung stationiert. Vielen Dank. Nee, vielen Dank. Dankeschön. Schönen Tag noch. Danke. Tschüss. Ich habe nie mit dem Gedanken gespielt oder mich irgendwo jemals in so einem sozialen Bereich gesehen. Und dann kam das eine zum anderen. Hi, Lilly. Hallo, Hamed. Wie geht's? Alles klar? Alles klar. Bei uns ist doch immer alles klar. Hast sehnsüchtig auf mich gewartet, ne? Das kann man wohl sagen. Wie geht's dir? Wenn du da bist, gut. Ja? Ja. Nur wenn ich da bin? Nur wenn du da bist. Sonst nicht? Sonst ist da eine Lücke. Echt? Lilly, ich hab dir auch was mitgebracht, ne? Und du darfst 3-mal raten, was. Was magst du denn so richtig gerne? Hackepeter. Du hast ja beim ersten Mal richtig erraten. Ich hab dir Rindermett mitgebracht. Oh, Hackepeter, ja. Dann habe ich dir auch noch was zu trinken mitgebracht. Für dich und für mich natürlich auch. Und weißt du, was ich dir noch mitgebracht habe? Lakritz. Oh, alles mein Geschmack. Magst du gerne, ne? Ganz viele Schnecken. Oh. Ich bin hin und weg. Lilly ist 93 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Bremen, aber ist jetzt hier in Hamburg bei uns sehr gut aufgehoben. Anfangs war das so, das kam einem vor, als wenn man sich schon länger kennt, weil das war so ein Verhältnis auf Augenhöhe. Wir haben Späße miteinander gemacht und dann kam ich auch in meiner Freizeit öfters sie besuchen. Und so hat sich dann so eine Freundschaft aufgebaut. Lilly lebt im Heim seit knapp 6 Jahren. Seit Verlust ihres Ehemannes ist sie hier ins Heim gezogen. Sie war verheiratet, hat einen Sohn und war damals Hausfrau und ihr Ehemann war Ingenieur. Nee, Hamed ist ein ganz lieber. Ein sehr guter Freund. Ich mag ihn zu gern. Nicht wie ein Verwandter, nicht wie ein Bruder, aber sehr viel, ich würde sagen, sogar noch mehr. Es wurde mir immer klarer, dass in der Position, in der die Menschen hier sind, werden als nächstes eventuell meine Eltern sein. Oder irgendwann eventuell auch ich.
oder nahe Bekannte. Und damit habe ich mich vorher im Leben nie auseinandergesetzt. Es gibt viele Güter im Leben, die sind endlich. Ja? Es ist Zeit und es ist deine Gesundheit. Und die kannst du mit Geld nicht kaufen. In den Startlöchern. Hacke, Peter. 3, 2... Gut. Lecker? Mundet das Ganze? Lecker. Manchmal sprechen wir über tiefsinnige Dinge, manchmal sprechen wir über alltägliche Dinge, machen Quatsch, singen. In deinen Armen zu träumen ist so schön bei verliebter Musik. Darf ich bitten? Zum Tango um Mitternacht ruft ein junger Mann mich am Morgen an, er war schneller und hat sie nach Haus gebracht. Buh, heute keine Liebe, heute Pompa. Davor war ich nie gezwungen, mich in bestimmte Personen oder bestimmte Situationen hineinzuversetzen. Vorher war mir das egal, das war monoton, hallo, bitteschön, dankeschön, was darf sein? Das ist nicht das Leben. Dieser Job in der Pflege hat mir es ermöglicht, wieder das Auge für das Wesentliche zu gewinnen und mir klarzumachen, dass im Leben alles vergänglich ist. Ich habe Angst, wenn ich an das Leben denke. Warum? Weil ich oft einsam bin. Dann fange ich an zu grübeln. Okay. Und worüber grübelst du dann? Über mein Leben, ob alles richtig war oder ob ich es verfuscht habe. Lili, du weißt, dass sehr viele Probleme, die der Mensch hat, in Wahrheit nur Gedanken sind. Weißt du? Ja. Du darfst nicht so viel grübeln. Alles, was dich im Leben treffen soll, wird dich treffen. Und was dich nicht treffen soll, wird dich verfehlen. In der Pflege ist Empathie, wird sehr groß geschrieben. Nächstenliebe wird sehr groß geschrieben. Um diese Faktoren am Bewohner anzuwenden, musst du jegliche Mauern brechen, die dein Verstand aufbaut. Wollen wir gleich raus? Eine Runde spazieren? Gerne. Bist du dabei? Sind wir bereit für das große Abenteuer draußen? Zu jeder Stand bereit. Ja? Okay, let's go. Trinken nehmen wir mit, Lakritz nehmen wir auch mit, Lili? Ja. Warte, ist eine scharfe Kurve hier, festhalten und let's go. Beste Freunde bis? Bis der Tod uns trennt. Nein. Bis über den Tod hinaus? Ja! Machst du mir noch Marmelade auf der Nase? Nee, Puderzucker, jetzt gehen wir runter. Wir sagen, wir haben gekokst. Ich hätte eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass so viele Leute zugucken. Aber wenn das so Themen sind, die viele Menschen betreffen, weil wir sprechen ja oftmals über Themen, mit denen sich viele Menschen identifizieren können. Weißt du, was das Problem bei den Menschen ist? Die sind nie zufrieden. Einmal das, ja, hast vollkommen recht. Und bei den Menschen ist immer, die haben etwas, aber die wollen was Besseres. Und während sie versuchen, das Bessere zu erlangen, verlieren sie das. Verlieren sie das, was sie hatten, was eigentlich aber das Bessere war. Ja. Du bist schon eine kleine Naschkatze, ne, Lili? Natürlich. Sind ja auch. Bist du die größere Naschkatze oder ich? Ich, ne? Ich mag ihn, er mag mich. Was soll das? Alter ist eine Zahl. Das ist die Freundschaft, die wir pflegen, ist für viele immer unvorstellbar. Weil wir vielleicht nach außen hin etwas darstellen, was für viele nicht normal ist. Weißt du? Und jetzt stellt sich die Frage, was ist normal? Eben. Wer definiert normal? Wir sind stark genug, ne? Wir lassen uns nichts vorschreiben. Wir lassen uns nichts vorschreiben. Warum mir das wichtig war, diesen engen Kontakt zu halten? Weil ich gesehen habe, dass meine Anwesenheit den Menschen im Heim auf eine gewisse Art und Weise gut tut. Und ich den Menschen auch irgendwie ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. Und die schenken dir so viel Erinnerung,
die du im Herzen festhältst und mit keinem Geld der Welt bezahlen kannst. Mir ist es wichtig, dass diese Menschen einfach hier ab und zu mal rauskommen. Zeit verbringen ist höchste Priorität und nicht isoliert werden von der Außenwelt. Das bringt jedem Menschen eine große Freude. Ich habe mal mit Lili gesprochen und habe sie ganz sporadisch gefragt, Lili, was ist denn so dein Reiseziel? Wo würdest du gerne hinwollen? Hat sie gesagt, so, ich würde gerne nach Paris wollen. Weil die Reise nach Paris leider nicht möglich oder leicht umsetzbar ist, haben wir für Lili morgen eine andere Reise geplant. Die geht nach Travemünde und da wird sie sich freuen, können wir am Strand entlang spazieren, einen Kuchen essen, Kaffee trinken, viel lachen und hoffen wir mal, dass wir den Tag mit Bravour meistern. Wir hoffen jetzt, dass wenn wir jetzt Lili abholen, dass ihre Tagesform stabil ist. Wenn sie sich nicht so gut fühlt, wird der Ausflug sehr, sehr anstrengend für sie werden. Wir schauen uns das einfach an und hoffen einfach, dass es ihr gut geht und der Ausflug reibenlos verläuft. Lili, wir fahren ans Meer. Oh. Freust du dich? Ich bin ganz überrascht. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Wie lange warst du nicht mehr am Meer? Oh, Jahre. Jahre, und ich war immer gern da. Als erstes mit 11 Jahren als Kind von der Schule aus verschickt. Und das hat mir gleich gefallen. Dann holen wir das heute nach. Ich bin so glücklich, das kann ich dir gar nicht sagen. Schön hier? Herrlich, aber ich bin so glücklich. Ja? Der Himmel ist im Wasser, nicht? Der Himmel ist im Wasser, ja. Komm, wir holen uns was zu trinken. Lili, was willst du trinken? Oder willst du ein Eis lieber? Oh, ein Eis wäre mir lieber, glaube ich. Ein Eis wäre dir lieber? Ja, nicht? Eis wäre auch schön. Trinken und Eis? Nein, beides kommt zu teuer. Die haben auch eine Bockwurst. Oh, doch schöner. Bockwurst? Bockwurst, Eis und Trinken. Und was willst du trinken? Irgendwas Nasses. Ja. Lili, bring das einmal kurz zum Tisch, dann hole ich dich gleich ab, ja? Ja. Okay, super. Dann drehen wir dich so seitlich, dann siehst du auch das Meer, ja? Oh, ist das schön. Ja, da hast du Bockwurst mit Aussicht. Das ist mit Geld gar nicht zu bezahlen. Willst du kein Brot dazu? Einen Schluck trinken? Erstmal würde ich meine Wurst essen. Okay. Und genießen. Findest du es schön hier? Dass du das gemacht hast, Hamid. Ich bin so glücklich, das glaubst du gar nicht. Wir haben auch ein Segelboot gehabt. Echt? War das schön. Wenn du dir auf dem Wasser gelegen hast. Die himmlische Ruhe. Was war das schön? Du glaubst es nicht. Ich habe gerade an meinen Mann gedacht. Und woran hast du gedacht? Dass der auch gerne gesegelt ist. Dass er auch gerne gesegelt ist, ne? Wärst du gerne mit ihm hier? Du bist doch auch ein netter Freund. Ja. Man kann keinen Menschen ersetzen, aber man kann seinen Platz ausfüllen. Das kann man und das tust du. Man spielt immer mit den Gedanken, dass irgendwann dieser Mensch, den man im Herzen trägt, nicht mehr da ist. Aber so Gott will, treffen wir uns im Paradies wieder. Und der Tod kennt kein Alter, der kommt unerwartet. Und wenn er kommt, wir können leider nicht vor dem Tod fliehen, ne? Ich bin glücklich, dass der Tag uns und die Überraschung uns gelungen ist, auch ohne jegliche Komplikation. Wir haben einen schönen Tag gehabt, wir haben viel Zeit mit Lili verbracht, richtig? Wir haben gegessen, wir haben geklönt, haben Eis gegessen. War alles mit dabei. Lili, was möchtest du für eine Kugel haben? Vanille, Schokolade, Erdbeere? Ich arbeite in der ambulanten Pflege.
in der Zukunft sehe ich mich eher in der Betreuung. Mein größter Traum ist, eine eigene große Tagespflege zu besitzen. Lili bin ich sehr dankbar, weil sie hat mir eine Sicht im Leben gegeben, den ich eventuell vorher so nicht hatte. Es gibt ganz viele Lilis da draußen. Es gibt ganz viele einsame Senioren da draußen. Und wenn jeder sich eine Lili aus seinem Freundeskreis, aus seinem Familienkreis, aus der Nachbarschaft sucht, würde es viel, viel weniger einsame Menschen geben. Und wir wären der Grund dafür, dass tausende Herzen da draußen lachen würden. Wann hast du zuletzt deine Liebsten besucht? Schreib es in die Kommentare, abonniere den Kanal für weitere spannende Videos.